sitze halt manchmal am Rechner unten und wir sehen uns dann nicht direkt, aber wir hören uns halt. Und dann sage ich manchmal aus heiterem Himmel: Mein Name ist Erik Range und ich bin Privatdetektiv. Und dann sagt er immer: Was? Was soll das? Keine Ahnung. Ich muss es einfach manchmal sagen. Ich hatte gerade noch die ganze Zeit das T-Shirt an vom Erik vom Webvideopreis, wo drauf steht: Will Product Basement for Food. Das ist einfach so ein Schlafshirt von mir geworden. Da habe ich gedacht: Nee, lass mal, das zieh dir mal lieber was anderes an. Es könnte heute vielleicht ein bisschen feminin werden. Ich bin mir nicht sicher. Hi. So, ich habe keine andere Wahl. Die Wasserkühlung ist, glaube ich, voll im Arsch, Alter. Ich bin auch voll im Arsch. Wir sind ja alle gerade voll im Arsch. Es ist einfach ein voll im Arsch-Tag. Deswegen passt das heute auch gerade so gut. Ich suche mal ganz kurz, wie ich hier gerade mal Mucke anmachen kann. Welche Playlist waren das? Stream Retro. Okay, ich mache mal die Playlist hier gerade an. Pass auf, ich mache mal ganz kurz. Ist ein bisschen laut? Warte. Das zweite Lied. Okay. Gut. Hallo Freunde, ich bin's, die Pan. Ja, die Kopfhörer. Die Kopfhörer habe ich natürlich auch an, sieht man zum Glück nicht, weil... Hier, guck mal, Alter, ich muss LOL streamen. Ich hab grad voll das Dekolleté und die Stirn ist abgeschnitten. Ich bin voll die LOL-Streamerin. Warte, hier, und mit den Öhrchen kann ich dann so machen, so. Wir machen heute einen Ausnahmestream, damit wir überhaupt streamen, weil ich hätte eigentlich sonst normalerweise nicht abgesagt, aber jetzt dachte ich mir, weißt du was, wenn der Rechner oben sowieso da ist, dann kaper ich einfach mal Pans Rechner, die normalerweise jetzt aufnehmen würde. Und, aber sitze und trinke gerade Kaffee. Ist das meine Tasse eigentlich gewesen? Ach, ist meine Tasse. Ich habe auch Kaffee. Haha. Abend zusammen. Schönen Gruß an euch beide. Ich weiß gar nicht, wo die Pan jetzt ist. Ich glaube, die ist ins Wohnzimmer gelatscht. Ich weiß es gar nicht. Ja, spiel doch Monstrum. Auf Pans Rechner gewinnt man. Es liegt nicht an dem Rechner. Es liegt einfach an ihrem Schweineglück. So, das ist gar nicht Pan hinter dir. Nein, das ist die andere Beziehung, die ich führe hier. Da habe ich einen Post, von der habe ich ein Poster hier an der Wand. Soll ich mal von unserer Hausbesichtigung erzählen, die wir jetzt hatten am Dienstag? Soll ich davon mal erzählen? Die Story wollte ich ja freitags im Stream erzählen, das mache ich vielleicht heute mal. Pass auf. Also, so. Wir waren am Dienstag bei einer Hausbesichtigung. Ne, wir machen, ich weiß nicht, ob das alle wissen, wir suchen momentan ein Häuschen. Also, Dienstag. Ne? Es begab sich an einem wunderschönen Dienstag diese Woche. Wir suchen momentan nach einem Häuschen, weil wir hier mehr oder weniger, wir haben hier eine Wohnung und wir leben ja quasi mehr oder weniger im Lagerhaus inzwischen. Wir haben so viele, die ganzen Zuschriften über die Jahre, ich habe die ja nie weggeschmissen und so weiter. Der ganze Merch und alles. Ich habe vorher schon Spiele gesammelt, ich habe vorher schon alles gesammelt. Alles Mögliche und das ist über die Zeit halt viel geworden. Deswegen, wir wohnen hier quasi im Lagerhaus und wenn ich zum Beispiel streame, nicht unbedingt hier, das hier ist auch so eine ganz kleine Ecke. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, das hier ist eine Ecke im Schlafzimmer gerade. So eine ganz kleine Ecke, in der man hier sitzt. Und unten im Büro, der LP-Rechner ist inzwischen ja auch ein Streaming-Rechner und das ist auch eine ganz kleine Ecke, da passen zwei Leute hin. Ich werde aber gerne mal einfach ein Sofa hinstellen, wo man sich mit Leuten treffen kann, wo man auch mal Gesprächsrunden machen kann, halt einfach mal auch ein paar andere Sachen machen und nicht immer nur so la streamen und dann streamen nur, sondern auch mal ein paar Sachen machen. Weißt du, was ich meine? Also so ein paar Möglichkeiten haben. Einfach Möglichkeiten, die Streams auch mal ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, ein bisschen was mehr reinzubringen und so weiter. Vielleicht sogar mal die Kulisse auszutauschen, so eine Geschichte oder mal eine andere Kulisse zu haben überhaupt. Sowas in der Richtung. Und deswegen, ich dachte, Pan hat ein Zimmer oder so. Nein, das ist hier eine Ecke vom Schlafzimmer. Das ist, wie gesagt, das ist Kamera im Schlafzimmer, verstehe. Deswegen habe ich ja heute auch hier. So, nee, jedenfalls, was filmt ihr denn sonst so aus der Ecke? Dafür ist in dieser Ecke kein Platz. Das muss richtig, also das muss ja ausladen sein. Nein, jedenfalls, pass auf. Und deswegen, wir suchen gerade, wir suchen halt gerade Häuschen, ne, wie gesagt. Und wir hatten, es gab da ein Haus und das war die Bilder davon. Die Bilder davon, es war, ich werde das gleich nochmal in Minecraft Let's Play erzählen, ich warne schon mal vor. Es war eine komplette, es war wirklich von den Bildern her eine Porno-Villa. Ich sag mal, eine Porno-Villa, es sah richtig, also das ist alles so mediterran, ne, geklinkert, alles ganz toll, richtig, richtig mega hochwertig, riesengroß. Pass auf, das Haus, das hat eine Einliegerwohnung dabei gehabt, eine schöne Einliegerwohnung. Einliegerwohnung heißt eine separate Wohnung, separat begehbar. Das heißt, da hätte man super ein Studio reinmachen können, wäre getrennt von dem Rest der Wohnung und sowas. Und jedenfalls wäre super geil gewesen, ne? Und das ganze Ding, pass auf, halte ich fest, außerhalb von Köln. Köln trotzdem noch gut erreichbar, nicht mehr fußläufig, aber mit dem Auto gut erreichbar. Das ganze Ding um die 400 Quadratmeter. 400
beschissene Quadratmeter. Riesengroß. Supergeil. Mega. Eine riesige Küche mit einem Herd mit 6 Kocheinheiten, so ein Gasherd mit 6 Kochdingern und so. Mega hochwertig mit so, mit so einer Bar, wo man dran sitzen kann und sowas. Wohnzimmer riesengroß. Der Eigentümer hat sogar die Fernseher da gelassen, dazu komme ich gleich. Das Badezimmer hat einen Whirlpool gehabt. Im Badezimmer gab es, was war denn das nochmal? Wie heißt denn das? Wenn du nicht so eine normale Dusche hast, sondern so richtig so eine geile Dusche, wo du keine Tür brauchst, sondern du gehst da rein in so eine Duschschnecke quasi, eine Duschgrotte, es heißt Duschgrotte, da gehst du halt rein, musst keine Tür hinter dir zumachen, du gehst einfach nur rein und stellst dich unter eine Regendusche und sowas, total geil, mega gut, alles verklinkert, alles so südländischen Flair, wie im Urlaub so ein bisschen, riesenkrass, riesengroß, riesenkrass, riesen alles. Also das Ding war einfach mega. So, mit Garten, mit allem drum und dran. Wäre richtig geil gewesen. Es wäre richtig geil gewesen. Hashtag abgehoben. Mietpreis. Pass auf, der Mietpreis, ich nenne jetzt keinen Mietpreis, aber er wäre trotzdem, es wäre ein Geschenk gewesen. Es wäre ein Geschenk gewesen. Da steht aber zu teuer. Nein, es wäre ein Geschenk gewesen. Vom Mietpreis her war es einfach so, dass du denkst, was? Und deswegen halt möglichst schnell lalala und möglichst schnell hin. Köln Innenstadt ist generell, wisst ihr ja, Köln Innenstadt ist sauteuer. Also wenn Leute schreiben gerade YouTube Money, ist natürlich Bullshit. Köln Innenstadt ist mega teuer. Ich habe mich, als ich nach Köln gezogen bin, habe ich schon mal erzählt, habe ich mich eh verkleinert. Und jetzt hätten wir uns da ein bisschen vergrößert. Und es wäre nicht mal so sehr viel, es wäre schon ein Stück weit teurer gewesen als hier, aber nicht mal mehr so sehr weit. Und man hätte sich halt mega vergrößern können. Internet doppelt so schnell wie hier. Doppelt so schnell wie hier. Also, pff, alles geil. Alles total geil. Dann sind wir da hingefahren. Wir sind da hingefahren, haben so ein bisschen geguckt, ne, so ein bisschen lalala, so ein bisschen umgeschaut. Wir waren eine Stunde zu früh da, weil wir uns noch ein bisschen auch die Nachbarschaft anschauen wollten. Einmal mal gucken, wie man da so wohnt und so. Ich kenne die Preise in Köln nicht, sei froh. Köln Innenstadt ist einfach, wir wohnen ja hier nicht weit der Ringe quasi. Und das ist halt mega. So, aber, pass auf, jetzt kommt das große Aber. Wir sind dann dahin und erstmal eine Stunde zu früh da gewesen und dann dachten wir, na, theoretisch hätten wir noch ihn besuchen können, haben wir aber geschmissen. Den Gedanken haben uns dann noch beim Rewe ein Käffchen geholt, weil Rewe war fußläufig auch gut erreichbar. Alles top, alles tippitoppi. Und ich dachte schon so, bei dem Haus von außen, so dachte ich so, irgendwas so bauchgefühlmäßig war so, irgendwas passt da nicht so richtig. Irgendwas passt nicht so richtig. Da war sogar eine Kamera außen, die den ganzen Eingangsbereich abgedeckt hat. Die hing aber so runter, die war gerade nicht in Betrieb. Und irgendwas. Und dann bin ich mit der Pan dann zum Rewe hin und habe so gesagt, irgendwas, ist das zu dunkel? Irgendwie ist das Grundstück sieht zu dunkel aus. Irgendwas ist da merkwürdig, lalala. Und dann, naja, ist total geil und la, ist voll gut. Und na, müssen wir nehmen. Sie ist schon voll drauf gehypt die ganze Zeit. Ich hoffe, ich darf das so erzählen. Und jedenfalls, wir dann bei Rewe gesessen, getrunken, lalala, und dann kam halt die Frau Maklerin, ne, die Maklerin, die uns das Haus zeigt. Ich glaube, wir waren die ersten Leute, die sich das angeguckt haben, doch waren wir sogar. Ich habe dann gerade kurz vorher noch mit dem Peter telefoniert, also mit dem Managa, gerade noch irgendwas bequatscht irgendwie, und sie schon mal rein, hat die Fenster aufgemacht, so ein bisschen gelüftet und so, und wir gehen dann so rein zusammen und gucken so, Alter, der Flur, voll geil. Das Wohnzimmer, riesig. Das war ein riesiges Wohnzimmer. Du hättest das, also wirklich, das war ungefähr dreimal so groß wie unser Wohnzimmer hier. Also mindestens dreimal. Drei bis viermal, würde ich sogar sagen. Also riesengroß, alles krass. Holzdielen, richtig schön. Und es sah aus wie auf den Fotos. Aber du hast schon so gemerkt, so irgendwas, weiß ich nicht. Du kannst es nicht genau benennen, irgendwie. So, und dann gehen wir so rein, gucken so ein bisschen auch, pass auf. Jedenfalls, wir gehen dann so rein und zeigen uns so die Räume und sowas, lalala, und gucken so, alles ein bisschen, ne, gewohnt, und der Eigentümer hat seine ganzen Fernseher da gelassen an der Wand, hätte man alle wahrscheinlich übernehmen können, riesiger Fernseher an der Wand, pipapo, alles gut. So, und gucken wir uns alles an. Ah, schön, und boah, die Küche, Alter, wie krass, boah, wie krass, innerlich so, ja, ich will jetzt unterschreiben. War wirklich schon so. Ich hatte so überlegt, Alter, wenn es das Haus ist, ich hätte sofort unterschrieben. Ich hatte Lohnabrechnung, alles dabei. Ich hätte sofort, Alter, gib, mache ich sofort. Hier, Unterschrift, sofort. Wäre mega gewesen. So, und wir gehen dann so ein bisschen weiter, lalala. Und kommen dann auf den Balkon.
um das, ne? Also es gibt eine Souterrain ist unten, ist so der Keller ist Souterrain, das heißt, es ist halb unter der Erde, hast aber noch Licht, also hast auch Fenster. Und wir waren quasi ein über dem Souterrain, heißt dann, glaube ich, erst, man kann sagen, im ersten OG sozusagen, laufen dann so rum und da geht einmal so ein Balkon rum, ne? Um das ganze Haus geht so ein Balkon rum, also schön 360 Grad, nein, also quasi nur an zwei Seiten. Und wir gehen dann so raus. Und dann siehst du schon so, okay, beim Balkon auf der einen Seite, da wächst ein Griserl. Ein kleines Griserl wächst durch den Balkon. Das passiert, ja. Und dieses Griserl, das war aber nicht so, sondern das Griserl stand quasi kniehoch, wie auf einem Feld, das ewig nicht mehr beackert wurde. Verstehst du? Da lief also so ein richtiger Grasbusch auf dem Balkon schon richtig hochgewachsen. Okay, und dann gucken wir so ein bisschen rum. Ein was? Ein Gras, Mann. Nicht das Gras, Alter. Ihr seid alle drogengestört. Was ist denn los mit euch? Gras, wie auf der Wiese, Mann. Was ist denn los, Alter? Nein, da ist... Auf jeden Fall, da steht Unkraut und Gras wie auf der Wiese. So hoch auf jeden Fall bis zum Knie, wo du denkst, Moment mal, wieso wächst das so hoch? Und dann siehst du, die ganze Terrasse, also der ganze Balkon ist grün von Moos. Verstehst du? Der ist grün. Und dann siehst du zwischendurch noch, da war irgendwie so eine Türmatte oder irgendwas und ein Sitzkissen. Hast du in dieser grünen Masse noch gesehen? Ich schwöre, die sahen aus wie bei Last of Us. Verstehst du? Wie bei Last of Us. Der ganze Balkon war Last of Us. Und wir gucken dann so weiter und gucken so. Und das war so ein bisschen, dann schaust du dich so um und unten der Garten. Der Garten, super verwildert. Seit Jahren war da keiner mehr. Der Garten sah komplett aus, wie bei diesen Dokumentationen, Erde ohne Menschen. Weißt du, der ganze Garten, Erde ohne Menschen, einfach so, weißt du, hoch. Großer Garten soll es sein, Hanglage. Es stand Hanglage da. Das war keine Hanglage, sondern der halbe Garten war so ein uralter Fluss, der total versickert ist, wo nur noch schwarzes Moderholz drin war und Modergestank. Es hat nach Friedhof gestunken, weil alles vermodert war da unten. Hanglage, verstehst du? Also wenn du zum Beispiel hast einen Hund, so Hanglage, Hund ist weg, Kind weg, Hund weg, Frau weg, irgendwann bist du selber weg oder so, oder willst du grillen? Cool hat die Wurst vom Grill, Hanglage, weißt du? Und vermodert dann da unten, weg vom Mikro. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, ich komme immer näher. Hallo. So, und dann im Garten, der total verwildert ist, Erde ohne Menschen, in diesem Garten stehen zwei neuwertige Liegen und noch irgendwie so ein Tischchen, neuwertig. Nicht verwuchert, alles neuwertig. Und dann, ja, ach, da sind die Liegen auch vom Vormieter. Nein, nein, das sind die Mieter aus der Anliegerwohnung. Im selben Haus, in der Anliegerwohnung, wo das Studio rein sollte, im Kopf, alles schon drin, wohnen also Menschen. Man mietet sich ein Haus, damit man endlich mal ein bisschen laut sein kann und lalala und alles so ein bisschen. Und in der Anliegerwohnung. Und die haben den Garten besetzt. Der Garten, der da quasi noch in der Dingens stand. Das war nicht so gekennzeichnet. Das war so, als hätten wir die Anliegerwohnung dabei. Der Garten war weg, den haben die besetzt einfach. Kein Garten, keine Anliegerwohnung. Und draußen, warte. Und draußen, ganz kurz auf dem Balkon, wir gehen dann so weiter, so im Kopf so, ratter, okay. Da hat schon Jahre niemand mehr in diesem Haus gewohnt, außer unten in dieser Anliegerwohnung. Das muss so eine Zweiraumwohnung sein, keine Ahnung. Und auf diesem Balkon, wir gehen dann so weiter gucken, auf der einen Seite wuchs so ein riesiger Brombeerbusch, da hat sie so reingeschlängelt wie Efeu, das sah aus wie bei Dornröschen. Also die Maklerin meinte, der Vermieter würde ein halbes Jahr nicht mehr da wohnen. Halbes Jahr. Der war mindestens 2-3 Jahre weg, mindestens. Und das ganze Haus war völlig desolat. Und dann auf diesem Balkon, gehen wir so weiter gucken. Aha, oh, Brombeeren, wie schön, da kann man ja pflücken, so später. Und dann gucken wir mal, guck ich so auf den Boden. Und dann neben diesem komischen Sitzkissen, wo dann alles so grün war, lalala. Das Sitzkissen, was dann auch schon von der Natur zurückerobert wurde quasi. Und dann gucke ich da so. Und sehe Federn, was vielleicht okay ist, aber die Federn waren so symmetrisch angeordnet. Und dann gucke ich so, das war ein Flügel. Nur ein Flügel. Und dann gucke ich näher dran. Und das war ein Vogel. Ein toter Vogel mit rausgerissenem Flügel offenbar. Aber dieser Vogel war komplett skelettiert.
Der war sauber runterskelettiert. Der war nicht gefressen, der war nicht irgendwas. Der war super sauber runterskelettiert. Ein halbes Jahr nicht mehr bewohnt. Und der Vogel war auch schon überwachsen. Weißt du, was ich meine? Das Ding war schon so oll. Und dann waren wir noch, Alter, Dann waren wir noch im Keller super der Modergeruch. Ja, das ist doch normal im Keller. Ja. Schimmel. Ja, ja, das war halt Schimmelgeruch im Keller. Überall im Keller. Überall im Keller hast du so, ich weiß nicht, kennt jemand diesen einen Horrorfilm, wo so ein Haus ist und da wohnt dieses komische Viech seit Jahren hinter der Wand? Kennt das jemand? Ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Da wohnt so ein Viech seit Jahren hinter der Wand und guckt da immer durch die Löcher und sowas. Und das war genauso im Keller. Da hast du überall so eine komischen Klappen aus Holz gehabt mit so einem Nagel drin, die du aufmachen konntest und konntest dann in die Wand reingucken. Da war dann irgendwie so ein Kasten mit irgendwas drin, der irgendwas geregelt hat. Und da war so quasi überall diese Doppelwand irgendwie ganz komisch. Und dann unter der Treppe in die Souterrain, also in den Keller, gab es dann auch so eine Klappe irgendwie hinter, also unter der Treppe, ne? Und die ging nicht auf. Die ging einfach nicht auf, wie in so einem schlechten Horrorfilm. Und dann mit Kraft so kram aufgemacht. Entschuldigung, ich komme wieder näher. Aufgemacht und dann alles voll mit Spinnenweben, alles voll mit, oh, irgendein Gilb, super alte Sachen noch von dem Besitzer, nicht von dem Vormieter, von dem Besitzer, irgendwie super alte Sachen und auch alles dunkel und nur so ganz komisch. Und dann schnell wieder zugemacht. Wenn du durch den Keller gehst, hast du überall plötzlich so Spinnenweben auf der Haut gehabt. Weißt du so, du gehst die Treppe runter, Spinnenweben auf der Haut. Du gehst in den Raum, Spinnenweben auf der Haut, überall. Und im Obergeschoss gab es noch eine Dachluke, so richtig wie auch wie in diesem Ami-Film, die machst du so runter, ne, machst du so, hat auch ein bisschen geklemmt, war schwerfällig und dann so ist sie runtergekommen und oben auf dem Dachboden standen auch noch irgendwelche Sachen. Es hätte gefehlt, dass da wirklich noch irgendwie so ein Bein weggehuscht wäre oder sowas oder irgendwer, oder noch so schwarze Haare. Irgendwie sowas, weißt du, das hätte noch gefehlt. Das war, Alter. Wir waren uns hinterher sicher, das muss ein Mordhaus sein. Also die Räume waren echt super, die Fotos waren echt super, das Haus war echt super, aber Alter. Als hätte jemand schlagartig das ganz schnell verlassen, das Haus. Ja, ja, wirklich, als wäre da wirklich jemand überall rausgezogen. Weil Fernseher hing noch da, die ganzen Sachen hingen noch da, alles Mögliche war noch vor Ort. An den Wänden, das habe ich vergessen, an den Wänden hingen überall Ölgemälde von nackten Frauen, also Brüsten. Überall an den Wänden hingen Gemälde mit Brüsten. Die Maklerin wusste das nicht, da war das ein bisschen unangenehm. Aber da gehst du so, oh, wie schön. Oh, das finde ich ja gut. Das war der erste Eindruck. Der zweite Eindruck war ein skelettierter Vogel da draußen. Und komische Spinnenweben, Dachluken. Oh, das war, ja. Also auf jeden Fall, ach ja, es gab noch eine Ankleide. Beim Schlafzimmer gab es eine Ankleide und da kam auch von der Decke so quasi, ne, so eine schräge Decke und da kam quasi die ganze Verputzung kam komplett runter. Beim Vordach war ein riesiger Pilzfleck, alles aufgeweicht. Das muss über Jahre passiert sein. Und es gab so Statuen, so Pseudo-Marmor-Statuen im Vorgarten, ne, also ne, wo du zum Eingang kommst. Und die waren auch schon alle grün, alle angelaufen, überlaufen, teilweise Sachen rausgesprengt irgendwie. Es sah ein bisschen aus, also das hat mich so ein bisschen erinnert an, wie hieß das Haus, das Spiel mit dem Haus, mit dem großen, Pineview Drive. Ja. Also das war unsere Erfahrung am Dienstag. Wir haben komischerweise nicht unterschrieben. Die Dame wollte sich noch melden. Weeping Angels, ja, so ähnlich war das auch. Die Dame wollte sich noch melden und wollte beim Vermieter gucken, die wollte beim Vermieter mal nachfragen, wie das ist, das ganze Ding zu überarbeiten, aber das Ding muss kernsaniert werden. Das bringt nichts mehr. Das ist so aufgeweicht, es ist so vergammelt, der ganze Keller stinkt nach Schimmel. Schade. Ja, und in der Einliegerwohnung noch die unbekannten Mieter, weißt du, so. Es, ja, schade. Boah, Alter, kannst du mal Bilder zeigen? Nee, will ich nicht. Ich will da nicht in Verruf geraten oder sonst irgendwas wegen rechtlich und so, das will ich gar nicht. Würde ich gerne machen. Die Bilder sind auch echt gut. Die Bilder sind echt gut und die Räume waren extrem pornös, aber ja. Also eingerichtet war es echt sehr, sehr geil. Ja, also von der Einrichtung her super. Ich glaube, das war der Vorbesitzer war bestimmt ein Banger. Weißt du, überall Brüste an der Hand und das ganze Haus so pornös und so. Und dann dieser geile Whirlpool, der so richtig so mit so einer Liegemulde, so weißt du, verstehst du? Ich glaube, der Besitzer ist so knickknack. Aber inzwischen, der ist irgendwann geflüchtet, glaube ich. Also das war auf jeden Fall, das war die Geschichte von unserer Hausbesichtigung. Und langsam, ja, also, naja.
Wir geben nicht auf, aber momentan gibt es halt nichts im Umkreis, wo man sagen würde, oh, das wäre cool. Soll halt Umkreis Köln sein, soll halt was Größeres sein. Es soll vielleicht die Möglichkeit geben, entweder ein Studio im Haus direkt zu haben oder ein Studio vielleicht noch extern anzumieten, wenn das nicht zu teuer wird, natürlich. Deswegen, wir sind immer noch am Suchen. Die Kopfhörer stehen ja verdammt gut. Soll ich mal verraten, von wem nämlich die Pan diese Kopfhörer hat? Soll ich das nämlich mal verraten? Nein, verrate ich nicht. So, okay. Die Kopfhörer sind verstörend. Ich finde die eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also ich finde die echt ganz cool. Ich habe ja kein Problem mit meiner Männlichkeit, deswegen kann ich die ruhig tragen. So, also finde ich das lustig. Du brauchst durchsichtige Schläuche. Oh ja, mach das mal. Ich habe aber keine Ahnung davon. Yay. Muss ich aufs Spiel gehen da? Ja. Ja, Entschuldigung. Danke. So, weißt du? Das ist übrigens Windows und das ist eine Maus. So. Du brauchst durchsichtige Schläuche. Das ist echt blöd bei der Wasserkühlung. Bei der Wasserkühlung. Mir hat noch nie eine Frau gesagt, dass ich durchsichtige Schläuche brauche. Das ist echt blöd. Wir sehen nicht, ob da irgendwo was drin ist oder so. Dir ist bewusst, wie falsch das klingt, ne? Ich habe gerade auch einen Tweet gemacht, und aber ohne Hintergedanken, und habe auch irgendwie geschrieben, irgendwie versuch nochmal die Pumpe zum Laufen zu bringen oder irgendwie sowas. Das ist ja irgendwie Herzschrittmacher. Dann denkt der Bram so, was meinst du da gerade? Ach so, der Bram denkt an Penispumpe. Ich dachte ja, gerade an Herzschrittmacher. Nee, das ist der Unterschied. So. Boah. So, okay. Also falls du kleine Horrorspiele spielen willst, habe ich noch. Okay. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Das, weißt du, bei der Pan kommt das Monstrum so, dass sie sich in den Schrank setzt bequem. Dann kommt das Monstrum, öffnet den Schrank und sie, das Monstrum packt sie und sie büxt trotzdem aus. Jedes Mal. Und immer bei mir, das Monstrum immer in so einer richtig beschissenen Situation. Hör auf zu lachen. Hör auf zu lachen. Das heißt, was würde das denn heißen? Nein, das würde ich ja sowieso. Ich spiele wieder Monstrum. So zum Antesten. Das ist so. Welches andere denn überhaupt? Hier, das ist. Achso, okay. Es gibt noch ein anderes Spiel. Warte mal, ich warte mal. Die Pan kennen sich auf ihrem Rechner besser aus. Boah. So, Jetzt werde ich gerade. Ich werde gerade trocken gewischt, wie bei so einem Boxkampf, weißt du? Wenn der Trainer dann kommt, das bringt eh nichts. Nein, ist okay. Dankeschön. Ist Pan deine Freundin? Immer noch ja. Es kann aber nicht mehr lange dauern, bis es bei Dead by Daylight ernst wird. Ich dachte gerade, jetzt bis die meine Frau wird? Ja, Entschuldigung. So, jetzt ein Schokokrossen. Schokolade. Was macht Pan, wenn du an ihrem PC bist? Ja, die sitzt hier gerade rum. Und langweilt sich, weil sie gerade nichts machen kann. Aber ich werde auch gleich den Stream beenden, dann kann die Paar noch mal ein bisschen aufnehmen. Ich kann noch was essen. Willst du noch was aufnehmen heute? Nee, ich warte auch, dass du den PC nach oben ins Wohnzimmer. Ah, oh, okay. Das hätte ich jetzt eigentlich die ganze Zeit machen können, ich habe aber nicht dran gedacht. Okay, also ich werde dann gleich den PC ins Wohnzimmer schleppen und das heißt, ich muss. Boah, der wiegt irgendwie auch 100 Kilo oder so. Nein, nicht 100, aber der ist echt verdammt schwer. Ich freue mich schon, die Treppen nach oben zu schleppen. Ach, großartig. So, ist das Pans Musik? Ja, das ist Pans Rechner, es ist Pans OBS, es ist Pans Playlist. Ich nutze das hier heute einfach nur alles. Die Kopfhörer sollten Standard werden. Ich will ehrlich gesagt jetzt auch so nur Kopfhörer haben. Mach mal das Licht an. Das Licht an? Hinten der letzte Knopf unten. Ganz hinten. Hier auf der Seite? Genau, unten. Der letzte Knopf unten. Die sind hier. Achso, ja. Jetzt? Ja, jetzt ist Licht drin. Zeig mal. Ich muss mal kurz gucken. Mach's mal kurz die Lampe hier aus. Mal gucken. Miau! Okay. Es ist. Boah, ohne Lampe sieht man ja gar nichts hier. Nee, das ist so. Ich brauch die Lampe, sonst sieht man nicht. Ich weiß nicht warum. Das andere ist, wenn der Rechner ausfällt. Ich habe keine Ruhe, bis das Ding wieder läuft. Habe ich keine Ruhe. Geht aber nicht. Weil der Rechner ist quasi
ist ja eigentlich mein Dreh- und Angelpunkt tatsächlich so, ne? Also im Alltag. Ist das der Rechner der Dreh- und Angelpunkt? Ja, du auch. Aber der Rechner ist ja. Ne, ich wollte es nur mal gerade klarstellen. Ja, ja. Jedenfalls ist halt so. So, I wish I could understand you. I'm just talking about my main PC broke down. So today it's an emergency stream. This is not my original setup. These are not my original earphones. So it's my girlfriend's PC actually. It's and my main PC broke down today. I'm ending earlier so I can fix the main PC. Cause if the main PC doesn't work, I can't sleep. Wie stehst du hier eigentlich auf diesem Sessel wieder auf? Oh. Nach ganz hinten und dann vorsichtig. Boah, Alter, es ist hier. Es ist hier echt ein Kabuff. Es ist hier wirklich ein Kabuff. Glauben die mir nie. Die glauben mir das nie. Die sagen immer, wo ist der Kopf abgeschnitten? Warum bist du zu hell? Jetzt hat man das gesehen, dass ich sonst kein Licht habe. Ja, ich hab den Schuh ganz runter gemacht, damit mein Gesicht überhaupt noch eine Kamera ist. Sonst hätte ich heute nur meinen Penis gefilmt. Das wäre vielleicht. Der Kopf wäre so ungefähr hier. Ja, das kann sein. Ja. Warte. Was ist denn das hier? Für die Lippen. Darf ich das in die Kamera halten? Ja. Blistex Med Plus. Warte, was haben wir hier? Oh. Getshirts.de. Your Merchandise. Kann man gar nicht lesen. Warte, da kannst du das Doom-Ding zeigen. Das ist zum Drücken. Ich drück das immer. Hier, das ist Paar neulich aus dem Bauchnabel gefallen. Ich drück das immer. Das war gut. Echt? So ja, als. Ich drück das immer. Echt? Aber der geht da nicht kaputt? Nein. So. Oh, die kannst du zeigen da. Hm? Da alle, die drei. Die hier? Ja, ist ja wieder Final Fantasy überall. Okay, warte. Kauft Witcher. Blood and Wine. Expansion Pack. Hier so. Das sieht ja alles. Ja. Oh Gott, Alter. Der Welpe lebt nicht mehr, ne? Okay. So, okay. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich komme jetzt wirklich zum Ende. Ich will den Rechner auf jeden Fall. So, warte. Was machst du denn? Achso, du gehst schon auf Ende. Okay.